Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Let's Play Lufia, Rise of the Sinistrals. Ja, wir haben, wow, hätte ich das gewusst, dass man sich hier heilen kann, hätte ich mir so einiges gespart. Und da ist ein Durchgang. Gut, wir haben in der letzten Folge die Höhle hier betreten und kämpfen uns gerade durch. Da geht's rüber. Wow, da sind Kisten. Aber ich möchte erst die andere Seite erforschen. Ich weiß ja nicht, ich weiß zum Beispiel, Amarok hat mal gesagt, wenn ich mich jetzt schon verlaufe, da werde ich später Probleme haben, weil die Labyrinthe immer komplexer werden. Und ich dachte, hier gäbe es etwas, weil die Stelle doch sehr mysteriös aussieht. Gut, soll wohl nicht so sein. Dann laufen wir erstmal da nach oben. Gut, dass wir nochmal zurückgegangen sind. Mutschub. Na, scheint gut zu sein. Kann ich gleich einsetzen. Ich glaube, das ist was Konstantes. Das ist sowas wie Protein und sowas aus Pokémon. Und was, eine Bombe? Achso, das ist eine, unsere Bombe. Okay, Krafttrank. Stopp, 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 zurück. Okay. Mutschub. Erhöht Mut. Die Frage ist, wem gebe ich das? Ach, ich muss mutiger sein. Und ein Heilsirup. Gut. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt zu den Kisten zurück. Schnappen sie uns und... Yo! Da kommen wir ja nicht weiter, außer wir können irgendwie das hier verschieben. Okay, es klappt sogar. Hätte ich nicht gedacht. Okay, aber ich will trotzdem die Kisten holen. Scheiße. Das war eine Falle. Ja, egal, was soll's. Zaubertrank. Wenigstens sind die Kisten nicht leer. Wow, Kraftarmband. Gleich mal gucken, was es kann. Ob es was bringt. Zauberkraftarmband. Ein Armband, das dich vor magischen Attacken schützt. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Kann ich aber anscheinend niemanden geben. Boah, da ist was los, du. Was will ich mit der Bombe? Select. Pfeil und Bogen. Was sind das? Krabbis oder was? Ja, Krabbis, cool. Oder Kingler. Das muss Kingler sein. Was? Die halten aber viel aus. Was? Was sind die für eine harte Schale? Spüre meine Zornattacke. Eisbombe. Da haben wir so ein paar Gegner vor uns. Oh, nicht die Motten. Ich hasse sie. Die rufen immer Verstärkung. Meistens. Meistens. Nicht immer, aber meistens. Fumischlag. 17. Nicht schlecht. Voll in den Rücken geschossen. Oh, ich kann da erst raus, wenn ich die besiegt habe, wie es aussieht. Oh, mit Galopper. So. Ich muss schon mal weg. Du wirst Attacken ab. Auch nicht schlecht, wenn du jetzt angegriffen wirst. Aber eigentlich finde ich persönlich noch nutzlos, weil du stehst nach jedem Kampf sowieso auf. Und der flüchtet, okay. Er ist seinen Kameraden alleine. Hey, du Kameradenschwein, du lässt mich hier alleine. Oh, ich schaff das schon. Oder vielleicht auch nicht. Der Arme, ey. Sein Kamerad, den hat ihn verlassen. So, da haben wir noch einen Krabbi vor uns. So wie... So ein Bärchen. Ein Babyfrosch. Das macht hier. Was? Der hat überlebt? Fumi, bitte. Mach ihn platt. Oh nein. Das greift mir so ein Babyfrosch an. Jetzt aber. Mit dir könnte ich mal eine Zornattacke einsetzen. Mantel. Superkraft. Heile dich. Und Fumi macht hoffentlich den Rest. Ja, gut, sehr gut. Danke, Geili.
Ja, kein Problem. Ja, ich kann nicht so wie Geikern sprechen. Das möge er mir verzeihen. Bleib stehen. Was will der? Das ist bestimmt der vorhin geflohen ist. Kameradenschwein, du. Ja, ich darf zuerst angreifen, stand da. Darf ich das nicht immer? Meistens jedenfalls. Und jetzt Geikind. Super gemacht. Geikind macht immer den Finish-Move. Und wir dürfen raus. Okay, hier können wir nichts mehr machen. Aber es hat sich trotzdem gelohnt. Immerhin haben wir Kisten bekommen. Dann laufe ich hier runter. Was gibt es hier denn? Schon wieder Milliarden Wege. Erstmal nach oben. Was? Das scheint mir irgendwie so ein Schauplatz zu sein. Da passe ich und laufe erstmal zurück. Das ist eine Krabbe. Check ich nicht. Was abgelassen? Ich weiß nicht, ob das doof war, ob das gut war, ob das überhaupt was bringt, aber... Gut. Eine Motte! Woher kommst du denn? Oh, nicht wieder eine blaue. Ich mag die blauen nicht. Flip-Flap-Tanz. Hatten wir ja schon in der letzten Folge. Was war das nochmal? Was? Tier, du darfst nicht pennen. Okay, jetzt wachst du eh auf. Ja, Tier ist wieder aufgestanden. Entschuldigung, Tex. Ich war so müde. Ach, laber doch nicht. Was? Die dürfen zuerst angreifen. Das war doch kein Überraschungsangriff. Was wollen die von mir? Okay, so machen wir das. Du machst deine Zornattacke. Ne, Moment mal. Ich muss jetzt erst mit Tierakt angreifen. Mantel. Was bekommst du? Ich greife mit einer Zornattacke dieses Monster an und dann passt das. Gut, Eisbombe. Gut machst du das, Tex. Geil, Kant, du machst es auch gut. Vielleicht kann dieses Monster gar nicht sprechen. Vielleicht sagt es nur geili, geili. Okay, und jetzt die Krabbe. Bam. Und Flash. Und besiegt. Was? Nicht, dass ich hier noch wie Looks Like Link spreche. Slash, Slash, Schlitz, Schlitz. Der Typ ist so cool. Okay, cool. Den haben wir jetzt besiegt. Das scheint doch etwas zu sein, oder? Irgendwas. Das ist doch typisch Lufia. Da ist irgendetwas Geheimes. Nicht? Lufia scheint doch nicht so geheimnisvoll zu sein, wie ich vermutet habe. Oder so. Ich weiß nicht, soll ich jetzt zu diesem komischen Opferaltar gehen, sofern das einer ist, oder soll ich jetzt weiter? Die Treppen runter. Da kann ich nicht durch. Das ist ja total bescheuert. Ach so, ich drücke das praktisch mit dem Wasser zusammen, die Plattform. Okay, das ist cool. Und dann geht es erstmal hier runter in den Keller. Und jetzt geht's wieder nach oben. Jo, da ist ein Bär. Um euch kümmere ich mich später. Ja, dann ist das doch nicht so... So umfangreich, sage ich mal. Hat eine klare Struktur. So, dir schieße ich in den Rücken und greife dich an. Oder auch nicht. Eine Pferdin. 22 und 59. Fumischlag auf Galoppa. Koboldflüchtet. Es ist sogar ein Shiny Galoppa, denn nur Shiny Galoppa hat blaues Feuer. Genau. Okay, besiegt. Jetzt machen wir noch die Krabbe platt. Wow! Was ist denn da unten? Wie komme ich da hin? Muss da irgendwo so ein versteckter Eingang gehen? Mann, gegen dich wollte ich jetzt eigentlich noch nicht kämpfen, aber gut. Wir machen die schnell platt. Und Geili, mach den Rest. Na, dann halt nicht. Greif nicht hier mein Schätzchen an. So, Mantel auf Tier. Zornattacken habe ich ja eh genug.
oder Zornpunkte, von dem her kann ich ruhig mal die Zornpunkte zum Heilen verwenden. Last but not least, Slash, weg. Da, 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 da. So, jetzt will ich aber wissen, wie ich zu dieser tollen Kiste komme. Anscheinend gar nicht, außer aber ich kann da hinten durch. Könnte ja sein. Ja. Hätte ich es mir doch denken können. Heilsirup. Ich glaube, nichts Besonderes, aber immerhin. Kann ich da noch weiter? Nein. Tricky, tricky. Lufia eben. Okay, gut. Jetzt können wir da durch. Darunter. Und komm ein Stückchen weiter. Und gleich mal speichern, damit wir den ganzen Mist hier nicht nochmal machen müssen. Jetzt brauchen wir eine Bombe. Oh! Jetzt geht's los! Warum lebt er noch? Komm her! Na gut, ich spreche dich von der Seite an. Na gut, auch nicht. Wer bist du? Bist du nicht derjenige, der den Schlüssel an sich genommen hat? Wir wollen den Schlüssel wieder. Der Schlüssel gehört nun mir. Auf immer und ewig. Mir. Wow, was ist das denn? Zornattacke. Ich bin richtig zornig. Magic. Narkose. Mal gucken, was es bringt. Setze ich jetzt zum ersten Mal ein. Und was passiert? Wahrscheinlich nichts, weil es ein Special-Gegner ist. Nehme ich mal an. Und bitte, bitte greif Geili an. Was? Der kann Verstärkung rufen und angreifen. Ist klar. Ich glaube, der ruft jetzt ständig Verstärkung. Wir müssen uns jetzt eigentlich auf den Königsgoblin konzentrieren. Aber gut, ich greife mal mit Tier beide an. Boah, der hält extrem viel aus, der Typ. Fumischlag. Habe ich noch einen Bumerang bei mir? Den habe ich, glaube ich, alle für den Fisch verbraucht. Verdammt. Zornattacke. Kann ich nicht mehr, zu wenig Zornpunkte. Angriff auf Goblin. Mache ich den schon mal platt? Der hat überlebt? Verdammt! Aber die Musik ist sowas von grandios, wirklich. Okay, ich greife erstmal mit. Kann ich jetzt Zornangriff noch nicht? Goblin platt machen. Stark. Mach ich nicht. Mantel auf Tier. Zack. Du bist erstmal weg. Der ruft jetzt ständig. Was? Was ist das denn jetzt? Okay. Anscheinend ruft er ständig Verstärkung. Das bringt also gar nichts. Königsgoblin. Kommst du mit Magic stark? Nein. Funke. Nur auf Königsgoblin. Mal gucken, was passiert und wie viel das abzieht. Komm schon. Ja, sieht doch super aus. 35? Was? Das ist ein Magier. Okay. Was? Nein. Okay, jetzt mal. Zack. Und du stark auf uns beide. Und jetzt geht's weiter. Wir gehen nicht so schnell auf. Tier. Teamwork ist angesagt. Das sieht jetzt etwas mehr ab. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch was werden. Verdammt. Wir müssen den unbedingt plätten. Das darf so nicht weitergehen. Stark. Oh, jetzt kommt die ganze Zeit mit Funk hier und Geili ist weg.
Oh, der könnte langsam flöten gehen. Ist nicht dein Ernst, ist doch nicht... Och nee, oder? Nochmal hier. Das wird sauknapp. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir packen das noch, Tier. Wir packen das noch. Verdammt. Wir sollten unsere Taktik ändern. Sonst wird das nie etwas. Wow. Kann ich nicht. Was habe ich denn so? Bumerang habe ich doch. Warum gucke ich nicht nach? Tier, du musst es noch mal heilen. Jetzt schnell. Jetzt Bumerang Attack. Oh, das wird sau knapp, das wird sau knapp. Was für ein spannender Kampf. Bitte, 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 komm, 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 komm. Wir müssen noch eine Runde überleben. Eine Runde, eine Runde, eine einzige Runde, bitte. Nein. Verdammt, das kann noch was werden. Bumerang, ich werde uns retten. Ich tue es nur für uns. Das kann... Kraftwasser. Oh Mann. Lebensnektar. Lebensnektar. Nicht mit... Was? Wollt ihr mich jetzt... Was soll das? Nein. Wieso nur? Verliere ich eigentlich mein Geld oder sowas? Leute... Wir haben jetzt verloren, aber wir wissen, dass wir einen Bumerang haben, der uns beschützen wird. In der nächsten Folge gibt es Revanche und wir werden gewinnen, das verspreche ich euch. Macht's gut, bis dann.